Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Das wichtigste Utensil, das kann ich Ihnen schon mal sagen, ist heute der Regenschirm. Denn seit Stunden plätschert das hier runter. Das ist der Wahnsinn. Vor, ja, ich würde sagen, 2-3 Stunden waren noch viele, viele Pfützen zu sehen auf dem Platz. Die sind alle weg. Besten Dank an die Helfer und Helferinnen hier. Die haben alles erdenklich Mögliche gemacht, damit diese Partie stattfindet. Und sie findet statt. Wirklich eine Augenweide, dieses Stadion. Taktisch spielen sie im 3-5-2, Hansi, was sagst du dazu? Der Trainer geht aus meiner Sicht schon ein gewisses Risiko mit dieser Formation, denn wird die Mittelfeldreihe nach Ballverlust schnell überspielt, dann bieten sich dem Gegner Räume und die Jungs aus der Dreierkette müssen raus, um zu reparieren. Das bedeutet erhöhter Risikofaktor. Der Ball rollt. Campbell. Upamecano. Sabitzer. Orban. Augen auf und ab nach vorne. Ab nach vorn und hoffen. Hasebe. André Silva. Weltklasse-Technik. Durm. Ball zu André Silva. Da gab es einen Pfiff und ja, richtig, Freistoß. Nix Elfmeter, der Schiedsrichter sagt, das Foul war knapp außerhalb des 16ers. So, ich denke, das ist seine letzte Privataudienz hier beim Schiedsrichter. Ich denke, der Schiedsrichter hat ihm deutlich gesagt... Ein Welttor! Was für ein Weltklasse-Treffer! Unglaublich. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. Mein lieber Schwan, was sieht er da für ein Ding aus dem Schuh? Bei ruhenden Bällen gibt es kaum einen Spieler, der für so viel Torgefahr sorgt wie er. Das ist die frühe Führung. Nkunku. Gleich der frühe Rückstand für Sie, aber Sie haben ja noch genügend Zeit, das hier zu reparieren. Jetzt brauchen Sie mentale Stärke, der frühe Rückstand. Sie müssen jetzt versuchen, so schnell wie möglich zurückzukommen. Der geht weit. Campbell ist körperlich einfach unterlegen. Hasebe. Der Ball kommt zu Durm. Was für ein dicker Klops! Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Er hat die Lücke gesucht und ich bin mir ziemlich sicher, diese Lücke hat es nicht gegeben bei so vielen Beinen im Strafraum. Campbell. Was Sie jetzt machen, ist Schadensbegrenzung und das Beschränken auf das Allernötigste. Erstmal Ruhe reinbringen und dann irgendwann am Ausgleich arbeiten. Ein Lupfer, ja warum? Da ist die Möglichkeit. Am Tor vorbei. Erst macht er alles richtig, er erarbeitet sich diese Chance und dann vergibt er sie fahrlässig hoch 10. Kostic hat einfach einen ausgeprägten Torjägerinstinkt. Den haben wir ja schon gesehen. Kostic. Younes. Der muss sitzen. Jetzt aber. Mancher hat da hinten ein Stoßgebet gen Himmel geschickt. Ja. Das war das Gebot der Sekunde. Man kann es ruhig mal aus der Distanz probieren. Younes. Durm. So jagt man heute den Ball. Ball zu André Silva. André Silva! Das war knapp. Gut gemacht. Den hat er verzogen. Wirklich Pech gehabt in dieser Situation. Ball zu André. Und die Möglichkeit. Und der Keeper ist zur Stelle. André Silva hat da eigentlich... Das waren die ersten 45 Minuten. Die Mannschaft hat nicht ansatzweise das gezeigt, was sie kann. Sie müssen nun einfacher spielen und ihr Herz einfach in die Hand nehmen. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Die Truppe hat doch noch eine Halbzeit vor sich. Sie müssen den Kopf oben behalten, sie müssen die Schultern breit machen und sie müssen natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht in die Konter laufen. Man könnte durchaus flanken. Macht er was draus? Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig, er kommt nicht zum Abschluss. Nkunku? Die Chance! Ein super Dribbling, doch das E-Tüpfelchen, das fehlt. Nkunku kann nicht mit sich zufrieden sein. Aus der Aktion hätte er einfach mehr machen müssen. Und ein Schuss. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Fantastisch. Damit sind sie wieder auf Augenhöhe. Und er knipst dieses Ding hier einfach weg. Ist der reaktionsschnell. Der Ball prallt ab. Er ist sofort da und schlägt zu. Number 44.
Alle wieder bitte in die Startblöcke. Also pari pari. Und jetzt bin ich mal gespannt, wer von den beiden mit diesem Unentschieden nicht einverstanden ist. Physisch enorm präsent. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Langer Abschlag vom Keeper. Sabitzer! Kostic. Younes. André Silva. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Sabitzer. Ja, das muss man schon abpfeifen. Das könnte durchaus eine Karte geben. Nee, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Und das Ding abgefangen. André Silva. Orban holt ihn sich wieder. Kampel. Das sieht vielversprechend aus. Und er schießt. Eine Riesenchance. Ja klar, dass der Coach hier nicht begeistert ist, wenn seine Schlüsselspieler nicht zum Zug kommen. Der Trainer hat gut erkannt, dass man so einem keinen Raum und keine Zeit geben darf. Sonst entfaltet der seine volle Wirkung. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Younes. André Silva. Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden nochmal... Ja, das war ein klares Foul. Das ist eine gute Reaktion. Also überhaupt keinen Vorwurf an den Schützen. Das war ein klasse Freistoß. Aber das ist ja auch ein klasse Torwart. Nur noch wenige Minuten. Sie müssen jetzt ganz schnell den Ball nach vorne bringen. Die Nachspielzeit ist fast vorbei. Es kann nicht mehr lange dauern. Er versucht's. Exzellente Parade. Es gibt eine Menge Torhüter, die diesen Ball nicht gehalten hätten. Gleich noch einmal frisches Personal. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Kluivert. Schlauer Pass. Und die Abseitsfalle schnappt zu.
Und das war's für heute. Die Partie ist beendet. Die Partie endet unentschieden und es war, weiß Gott, kein so schlechtes Fußballspiel, aber eben auch eines ohne Sieger.